Freizeit-TV wird Ihnen präsentiert von Transa Travel und Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf transa.ch. Auf Entdeckungsreise mit Freizeit-TV. Lugano ist die grösste Stadt in der Ferienregion Tessin. Mit ihrem mediterranen Flair, den Parks und den Blumen ist Lugano eine farbenfrohe, charmante kleine Weltstadt. Willkommen zu Freizeit-TV von Montebri oberhalb von Lugano. Heute sind wir nämlich am Morgen früh von Michel Cavadini an der Talstation in Empfang genommen worden und mit dieser über 100-jährigen Standseilbahn hier oben auf den Montebri gefahren. Ja, hier von der Aussichtsterrasse hat man einen wunderbaren Blick auf Lugano, San Salvatore gegenüber, und wir haben auch das ganze Sottoceneri hier vor uns und den See. Ich bin sehr gerne im Tessin. Aber du hast heute noch einiges los mit uns, oder? Ja, ich habe etwas. Wir wandern jetzt Richtung Gandra und es ist eine sehr schöne Wanderung von einer Stunde circa. Und von dort geht es los mit dem Schiff auf dem Lago di Lugano. Cool, also unser nächster Stopp ist Gandria. Perfetto, andiamo! Da hat es noch viele so Skulpturen und Wandbilder. Das ist jetzt sicher schon die vierte, die ich heute gesehen habe. Ja, das Dorf Bre ist nicht gross, ist eigentlich sehr klein. Und es gibt hier einen Weg der Kunst. Mhm. Es gibt 20 Skulpturen, die einfach im ganzen Dorf verteilt sind. Es ist etwas sehr speziell und auch sehr schön. So, jetzt sind wir also in Gandria angekommen. Jetzt nehmen wir ein Schiff. Das Schiff kommt jetzt in 30 Minuten ungefähr. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Ausruhen und das Panorama genießen. Super, dann genießen wir doch noch ein bisschen die Sonne zusammen. Es kommt mir sowieso gerade so vor wie der Ferien. Schön, oder? Der Michel macht noch ein Geheimnis daraus, wo es jetzt hergeht. Wir zeigen Ihnen in der Zwischenzeit, wo wir unsere wind- und wetterfesten Kleider haben. Transa ist seit über 37 Jahren der Spezialist für Outdoor-Ausrüstung. Bei Transa finden Sie über 10'000 Reise-, Bike- und Outdoor-Produkte von der weltbesten Hersteller. Praxisnähe Beratung, Leistung und Qualität. Transa – Travel und Outdoor. Haben Sie herausgefunden, wo wir hier gelandet sind? Ja, ich glaube, jeder Deutschschweizer kennt Melide und das Swiss Miniature auch. Ja, das stimmt. Aber können Sie sich noch erinnern, wenn Sie das letzte Mal da sind? Bei mir war das noch auf der Schulreise und das ist doch schon etwas länger her. Ja, ich denke, das ist jetzt Zeit, dass wir uns wieder noch mal ansehen, oder? Mhm. Machen wir doch zusammen. He? Gerne. Und was ist es genau, das 85, das ist jetzt? 85, muss ich gucken. 85. Wir Schloss, wissen ja gar nichts. Schloss Rue in Fribourg. Ah, schon Fribourg. Deswegen okay. Gibt es Swiss Miniature, sodass man genau. ein bisschen näher die Schweiz kennenlernt. Hey, ich habe gar nicht mehr gewusst, wie gross das eigentlich ist. Ja, eben. Wie gesagt, die Swiss-Miniatur finde ich sehr schön und perfekt für einen Tagesausflug. Ja. Für die ganze Familie und für Kinder ebenso. Ich habe es auch total lässig gefunden. Ja. Ein wunderschöner Tag im Tessin geht zu Ende, aber Freizeit-TV bleibt die Sonnenstube von der Schweiz. In der nächsten Sendung sind wir unterwegs in Mendrisiotto. Also nicht verpassen und bis dahin gute Zeit.
Freizeit-TV ist Ihnen präsentiert worden von Transa Travel und Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf transa.ch.